Moin alle Götzen, mein Name ist Eileen und ich bin vom Yoga Studio, habe mein Happy Place und House of Yoga. Und ich freue mich heute mit euch Yoga zu machen. Wir werden uns ein bisschen bewegen und auch schulen euch auf eine Reismat. Für uns zu fangen, lehren wir, wie wir am Yoga Moin suchen. Wir suchen Namaste. Und zwar bringen wir hier als Hand, vier und als Herz so zusammen. Ja, super. Und wir werden nur bis drei zählen und dann all zusammen Namaste sagen. Es geht los. Eins, zwei, drei. Namaste an mir Bein. Heißt besser nur vier. Okay, super. Da kann es losgehen. Von heute legen wir uns auf Dreck. Und zwar fangen wir unsere Kuhhaut um Dreck an. Wir stellen uns vier, wir lehnen heute am Bett. Wir strecken uns Bein, wir strecken uns Arm. Und wir lassen unseren ganzen Körper entspannen am gemütlichen Bett. Und wir spüren unseren ganzen Körper wie den Hai und Boden leid. Wir spüren uns Face, uns Bein, vielleicht unseren Hörner, unseren Reck, Schöllern, uns Arm, unseren Kopf. Und wir stellen uns vor, wir gehen schlafen. Wir sind ganz ruhig und ganz entspannt. Und dann gehen wir waagrecht. Wir atmen ganz tief an und aus. Wir machen uns an ab und wir fangen an, uns zu strecken. Und wir machen es ganz, ganz groß. Und wir strecken uns an all Richtungen. Und dann machen wir unsere Arm und unsere Beine ganz breit, so wie ein Stern. Und wir holen die ganze Platz hier, so viel Platz wie möglich. Wir strecken unsere Arm, wir strecken unsere Beine. Oh, ganz, ganz große Sterne. Okay, tipptopp. Wir bringen unsere Beine und Arm nicht zusammen. Wir dirbeln als Bein, wir rollen auf Zeit und wir kommen ganz los zurück an eine Sitzposition. Und zwar, wenn du willst, kannst du dein Bein hier kreuzen und wir kommen an, was wir nennen am Yoga, den Schneidersitz. Los stellen wir uns vor, dass wir ein gutes Wärmeschocki an unseren Händen haben. Ganz, ganz guten, leckeren Schocki mit ganz viel Schaum. Wir spüren den Schocki an unseren Händen. Mach vielleicht den Arm so und versuch, die Wärme vom Schocki zu spüren an deinen Händen, auf deiner Haut. Und dann versuch, dir vorzustellen, du gibst den Schocki riechen. Der gute Geruch vom warmen Schokolade. Nun machen wir es an, ist ab. Wir werden riechen, den Schocki, das heißt, wir atmen an. Und wir atmen aus und wir blasen auf den Schaum vom Schocki. Hat das geklappt? Okay, nach ein Keil. Wir atmen an, wir riechen den guten Schocki. Ah, wir atmen aus, ah, wir blasen auf den Schaum. Ganz stark. Wir atmen aus, ganz lang blasen wir auf den Schaum. Und wir machen das nach ein Keil. Wir atmen an, riechen den guten Schocki. Ah, wir atmen aus, ah, blasen auf den Schaum. Okay. Super. Von hier sind wir schon ein bisschen mehr wackerisch und dem guten Schocki. Wir wollen uns noch ein bisschen bewegen und noch ein bisschen strecken. Und übrigens kommen wir auf uns Knie. Wir strecken uns Arme rum und wir machen uns ganz, ganz groß. Und zur selben Zeit willst du den Hüften und den Hörnern nur vier strecken. Wir gucken rum auf uns Hände, wir atmen an. Und wir atmen aus, wir bringen den Hände auf uns Face und Därme auf den Boden. Und wir lassen den Kopf auch los. Ah, nach ein Kämm. Wir atmen an, wir kommen nächstes Dreck an die Großposition, wir strecken als Arm und als Hand auf den Himmel. Ah, wir atmen aus, wir bringen als Arm zurück auf den Boden und den Kopf auch. An den Lash Kehr. Wir atmen an, wir strecken als Arm rup. Man ist noch mehr groß wie vier Drohnen an, wir pressen Hüfte nur vier. Ah, wir atmen aus, ah, wir bringen als Arm nächstes zurück auf den Boden. Super. Wir bringen uns hin, bis wir noch bei uns knien. Und wir kommen zurück an eine Sitzposition. Und zwar strecken wir ein Bein vier und eins.
So, nun sind wir ein bisschen weckerisch, aber vielleicht sind wir auch hungrig. Das Tisch 400 als Reis losgeht, machen wir uns ein gutes Schmier. Nun, ich überlege mal, was ihr gerne auf eurer Schmier hört. Vielleicht machen wir es abends so, aber wir überlegen, was wir gerne auf unser Schmier haben. Okay. Nu geht es los. Wir drehen uns noch jetzt und wir holen, vielleicht Butter. Und dann streichen wir Butter hier auf unser Schmier. Hin und her. Okay. Annelo, drehen wir uns auf die andere Seite. Wir gucken über uns an der Schüler und wir holen noch etwas. Vielleicht Gebäß oder Honig. Und wir kommen noch vier und wir streichen das nächste auf unser Schmier. Okay. Nun holen wir noch etwas, ein drittes Sach an. Die können von oben an. Machen wir das ab, auch ob ich schmier. Und wir schmieren nur vier an, nur Hannen. Okay, super. Von hier, lo, haben wir ein Schmier fertig gemacht. Wir haben Schmiergeers, hat auch gut geschmeckt. Lo, dibbeln wir ein Bein. Und wir bringen ein Hen, hier in ein Knien. Und nun werden wir noch Hannen. Und noch vier schaukeln. Und für dich kannst du vielleicht gucken. Wir schaukeln. Und wir versuchen dann, von hier an eine Stundenposition zu kommen. Und wir sprangen. Okay? Wenn das soll nicht klappen, dann kannst du hier schaukeln. Und dann mit der Hölle von deinen Händen trägst du den Boden weg und springst. Okay, los geht's. Wir machen das nur noch zwei Mal. Okay? Wir gehen noch hin. Noch vier, nachher noch Hannen, noch vier und sprengen und Luft. Okay, nachher. Wir setzen als nächstes noch Hannen, Hände in den Knien und nachher. Wir schaukeln, noch Hannen, noch vier und kommen wir zurück an den Stundenposition. Super. So, los kann als Rees losgehen. Wir stehen hier auf einem magischen Teppich. Und dieser magische Teppich, der fliegt. Der fliegt an der Luft und der kann uns überall hinbringen. Okay? Das heißt, das ist wirklich flott. Wir fangen an auf einem Teppich und wir sehen die Sonne. Weil wir sind ja Mäus und die Sonne geht ab. Das heißt, wir strecken hier als Arm und wir stellen als vier, wir sehen Sonnenstrahlen. Das Arm sind Sonnenstrahlen. Und wir gucken noch ab, wir bewegen ein bisschen Finger, wir gehen ein bisschen noch rechts, ein bisschen auf die andere Seite. Wir strecken das Arm so hoch und dann bringen wir Sonnenstrahlen auch auf den Boden und so hoch. Und wir lassen das Arm los. Okay. Hallo, machen wir das Hand bei das Herz, wir machen das an so und wir drehen los von der nächsten Platz. Wo wir hingehen. Und zwar aus dem Wasser. Mir. Oh, super. Wir machen es an, ob. Wir gucken, wir sind um Wasser, wir sehen Wellen und was sehen wir da? Ein Haifisch. Wir sind lo wie ein Haifisch. Wir machen den Haifisch nur. Wir strecken als Arm, Hände sind zusammen. Gut. Wir strecken als nach bis zum Geheisch und lo, den Haifisch. Planscht und Wasser. Wir bringen uns hin auf den Boden, Bein noch hin und lehnen uns auf den Bauch. Und nun werden wir häufig den Kopf an das Wasser machen und rausdrücken. Und hier seht ihr von hier kommen wir zurück an den Stundenposition. Der Haifisch streckt sich nicht. Wow! Und noch ein Kehr. Bumm! Haifisch geht bei an das Wasser. Wir bringen uns hin auf den Boden, Face noch hin. Wir lehnen uns auf den Bauch. Und der Haifisch bringt den Kopf in das Wasser. Und dann könnt den Haifisch raus mit seinem Kopf. Super. Das machen wir nach zwei Kehren. Geht immer mir einfach. Bringen uns Hände zusammen. Wir stehen ab, wir machen uns ganz groß, wir strecken uns. Und wir atmen aus, den Haifisch planscht ins Wasser. Wir bringen uns Hände nur vier an, die Face nur hängen. Wir lehnen uns auf den Bauch, der Kopf geht ins Wasser. Wir drücken den Boden weg und der Kopf vom Haifisch kommt raus. An den letzten Kehr. Bring es Face-Track auf den Boden, Hände zusammen und wir stehen es ab.
Und los die Läschke, wo den Haifisch an das Wasser planscht. Wir strecken Eis und pff, den Haifisch planscht an das Wasser. Wir bringen Eis hin auf den Boden, face nur hin. Wir lehnen Eis auf den Bauch und der Kopf geht in das Wasser. Und dann kommt der Kopf raus und guckt. Lo guck mal lo längs und wir gucken noch jetzt und wir gucken nächstes nur vier. Gut. Von hier kommen wir zurück auf Eis face. Und zurück an eng Stoenposition. Wir bringen es hin, nächste Rück bei der Herz. Das war vielleicht ein bisschen anstrengend, mir tut aber ganz viel Spaß gemacht. Wir machen es an, nicht ab. Und wir gehen zurück auf Eisen Bauch. Weil wir haben das Wasser gesehen und wir wollen ein bisschen schwimmen gehen. Die spielen im Bauch und wir fangen an, viel zu schwammen. Und wir bewegen als Arm und als Bein nur vier und noch einen. Und dann heben wir als Bein und als Arm und pschuh, wir lassen los. Super, das hat wirklich Spaß gemacht. Los sind wir ganz frisch und als Ries kann nichts weitergehen. Okay. Wir stehen jetzt auf unserem magischen Teppich, wir bringen eine Hand bei das Herz und wir machen eins an. So. Lo überlegen wir eins, was wir sonst noch wollen machen. So nur Schwimmen, wuchen wir ein bisschen mit. Und da, wenn es mal entsteht, um Wasser, wollen wir ein Boot holen. Wir machen eins an, ob und wir setzen eins nicht hin. Und zwar steigen wir hier an ein Boot ran. So. Du kannst Bein um Boden losen, Face um Boden losen oder vielleicht Bein hierven. Mit du versichst direkt ganz, ganz groß allein zu halten. Du holen wir also Paddel und wir paddeln. Auf enger Seite an auf der anderen. Auf enger Seite an auf der anderen. Und wir versichern, bis du mir sehr zu gehen, hier am Wasser. Das ist wirklich flott hier am Boot und wir paddeln all zusammen. Nach ein Kehr auf enger Seite, an ob der Ranere, an die Leschke auf enger Seite, an ob der längser Seite. Puh, das war flott, aber vielleicht auch anstrengend. Wir kommen zurück an eng Stoenposition. Wir sind zurück auf unserem magischen Teppich und wir bringen es hin, nicht zurück bei eis Herz, man eis an so. Lo geht eis Ries weiter. Wir waren lo um mir am Wasser. Und dann reisen wir auf ein ganz, ganz großes Berg. Wir machen es an, ob wir sehen ein großes Berg und wir selber sind ein Berg. Wir strecken als Arm, wir sind ganz, ganz groß, groß und stark wie ein Berg. Und der Berg, der bewegt sich nicht. Das heißt, wir versuchen nicht zu wibbeln. Wir sind ganz stark und bewegen uns nicht. Wir sind geduldig und wir strecken uns noch ein bisschen mehr. Und dann los mal derm lass. Okay, Tres geht weiter. Wir bringen uns hin bei das Herz und wir machen es uns an. So. Lo wo ma um Birsch. Lo fliehen ma ein bisschen weiter. Aber wat gesehen ma do mit eisen an? So. Ein Büsch. Ein Büsch mit ganz vielen Beem. Wir machen uns an. Ob. Und wir sind selber ein Baum. Wir bringen lo Fuß auf den Boden, hin bei das Herz. Und wenn du spürst, dass du wirklich ganz stabil bist, kannst du versuchen, auch den Fuß ein bisschen hoch zu bringen, unter die Knie. Oder vielleicht sogar nach mir hoch, und du bringst den Fuß über die Knie. Okay. Und lo versuchst mal so stabil zu sein wie ein Baum. Tisch den anderen Fuß um Boden, den hat Rassinen am Boden, ganz, ganz stark. Und wir fühlen uns auch stark wie ein Baum. Lo bring meis Arme rob wie dasht vom Baum. Und Fleisch guck mal rob. Und da könnte Wand. Und wir fangen an, uns zu bougieren, ob eng seid, an, ob die Anna. Die Wand, die Wand, die Wand. Die macht das super. Und dann bringen wir den Fuß nicht zurück auf den Boden. Und wir machen das selbe auf der anderen Seite. Wir sind nicht ein Baum. Das heißt, wir bringen den Fuß auf den Boden oder vielleicht auf den Bein oder vielleicht den Fuß nach ein bisschen.
Okay, aber wir versuchen es genauso stark zu sein wie auf der anderen Seite. Wir machen mit unserem anderen Fuß an den Boden und wir bringen es Hand bei das Herz. Oder vielleicht lassen wir es echt rupfen. Und wir fühlen uns so groß und schön. Und dann kommt die Wand. Das möchte sagen, dass es mir schwierig ist. Und wir bewegen uns ein bisschen von einer Seite auf die andere. Und wir bringen alles zurück und mit. Und wir bringen den Fuß zurück auf den Boden. Tipptopp. So, los ist Zeit, für weiter zu riesen. Wir bringen uns Hand zurück bei das Herz. Wir machen uns Arm zu. Und lo stellen wir uns vor, dass wir ein Superheld sind. Und der Superheld kann irgendein sein, den du kennst. Kann deine Mama sein, dein Papa, kann eine Person sein von der Television oder vielleicht von einem Buch, das du gelesen hast. Hol dir Zeit, für einen Superheld auszusichern. Und dann machen wir es anis ab und lassen wir den toten Superheld. Piu, das mag ich. Wir bringen ein Bein nur vier, das andere Bein nur hannen. Das Bein hat vier, das dirbeln wir. Wir versuchen, den Knie über unserem Fußgelenk zu holen. Und dann strecken wir es Arm, weil wir sind lo ein Superheld. Und Superhelden, die sind ganz stark. Sie sind nicht nur stark, aber sie sind auch courageus. Das heißt, wir haben wirklich, dass dein Bein ganz, ganz stark sind und du musst dein Arm noch mehr lang. Super. Von hier werden wir alle Angst an einen Pfeil machen. Auf einen Pfeil, okay? Das heißt, all deine Angst, die du hast, machen wir auf einen Pfeil. Du holen wir einen Bogen und schießen wir den Pfeil weg. Das heißt, wir lassen all unsere Ängste los. Wir ziehen an, pschuh, lassen wir all unsere Ängste los. Das machen wir nur noch zwei Kehren, okay? Wir ziehen an, pschuh, lassen los. Und noch ein drittes Kehren. Wir ziehen, wir atmen an, und wir atmen aus, und pschuh, haben wir all unsere Ängste losgelassen. Tipptopp. Wir kommen zurück an eine super starke Position vom Superhelden. Mit der Superheldin entscheidet wir hier ein bisschen mit Heisch fliehen. Der Tisch bringt einen riesigen Arm herab. Pssch, wir fliehen nach oben. Und dann kommen wir zurück. Tipptopp. Wir machen dasselbe, aber auf der anderen Seite. Der Tisch, wir dürfen das andere Bein, was nur vier könnt. Und wir strecken das Bein, was nach vorne geht. Meine Därme sind genauso stark wie vier drin, parallel zum Boden. Wir fühlen nicht, wie ein Bein ganz stark sind an uns heben. Wir fühlen ein Arm, die stark sind an mir breit gehen. Und wir spüren nicht courageous. Und wir spüren uns, wie wir könnten alles machen, was wir wollen machen am Leben. Okay? Wir gucken nur vier. Und dann holen wir nicht unseren Bogen. Wir holen unseren Bogen und unseren Pfeil. Mit das Kehr, was wir machen alles leicht an den Pfeil. Und dann schießen wir den Pfeil und wir breiten die Leicht aus. Okay? Tisch, wir holen den Bogen, den Pfeil. Und wir lassen los. Und wir sehen, alles leicht verbreitet sich um uns herum. Das machen wir nur noch zwei Kehr. Wir atmen an. Und wir atmen aus. Und wir sehen, nicht, wie wir die Leicht verbreiten. An den Läschkehr. Wir holen unseren Bogen, den Pfeil. Wir atmen an. Und pschuh, wir lassen los. Und verbreiten die Leicht. Wir kommen zurück an eine starke Superheldenposition. Und nach einem Kehr entscheiden wir, dass wir ein bisschen heiß fliehen. Tisch, wir bringen unseren anderen Arm herum. Und schießen wir an die Luft. Und dann kommen wir zurück. Super. Los strecken wir ein Bein und kommt zurück an eine Stuhlposition. Los holt den Superheld entschieden, hier will ein bisschen mehr Seher fliehen. Und da gehen wir an einen Düsenjet. Tisch, wir steigen an, aber es ist ein Düsenjet. Wir bringen das E-Fuß nur vier, E-Bein nur hannen. Hei, das Bein ist gedirbelt, das Bein ist gestreckt. Gut. Los bringen wir das Arm nur vier an, sieht der Brett
So mal lass flehen. Mir flehen lass, mir bringen derm noch hannen. Und vielleicht hier, wenn wir so gut, das Längsbeine rauf. Wow! Mir hallen hei un. Mir flehen, mir gucken rauf, all die schönen Sachen, die wir können gesehen. Vielleicht bringen wir einen Arm noch für den anderen Arm noch hannen. Wie man das gesehen auf der Tele von den Superhelden. Und dann ganz los, kommen wir zurück. Wir machen das lo nicht auf der anderen Seite. Das heißt, lo dirbeln wir das andere Bein und das andere Bein als gestreckt. Wir bringen das Arm nur vier. Wir sind am Düsenjet, das heißt, lo geht es ganz sicher. Vielleicht bringen wir das Arm nur hinten an, geht es los, sieht ihr Brett. Vielleicht heben wir so gut das andere Bein. Wir heben es ab. Wow, und wir fliegen an der Luft, wir strecken Eis an, wir kommen zurück. Wow, das war super, so zu fliegen. Das war immer ein Traum von mir. Wir kommen zurück, wir bringen es hin bei das Herz. Wir machen es an, nicht so. Wow, wir haben schon ganz schön viel erlebt. Wir machen es an so. Und wir stellen uns vor, wir können uns an deren verwandeln. Wir machen uns an ab und wir setzen uns direkt auf den Boden. Und zwar bringen wir uns fest zusammen, uns Knien auf der Seite und wir sehen ein Piperleck. Und wir flehen in die Luft mit unserem Piperleck. Und wir flehen, und wir flehen. Und wisst ihr, wo wir hinflehen? Wir fliegen auf Kanada. Und in Kanada, was deren haben wir da ganz viel? Bieren. Oh, okay. Lo kommen wir auf uns hin und wir strecken uns Bein. Und wir machen uns Bein breit, ganz breit, okay? Wir sind ein Bär und der Bär den geht ein bisschen nach vier. Wow, den ist ganz schwer, der Bär, und ganz groß. Und wir gehen ein bisschen nach hin. Wow, 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 okay. Du stehst mal hier und du hilfst der Bär eine Hand und ich versuche, ein bisschen Honig zu greifen. Und wir bringen Hand zurück. Und mit der anderen Hand. Und zurück. Okay. Und wir kommen zurück an eine sitzende Position. Du gehst rechts weiter. Und zwar fliegen wir an den Dschungel. Und am Dschungel, was tun wir da? Wir haben Affen. Okay. Wir kommen auf ein Face. Ob es Zehenspitzen, wir bringen es hin nur vier. Und für dich, wenn du willst, kannst du gucken. Wir sehen nur einen Aff, und den Aff, den springt auf einer Seite, und hier springt auf deiner Seite. Okay, lass geht. Wir machen das all zusammen. Wir hüpfen psch, auf einer Seite, und auf die andere Seite, und nach ein Kehr auf einer Seite, und auf die andere Seite. Tipptopp. Wir kommen zurück und mit. Wir bringen uns Knien auf den Boden und was möchten auf? Okay, super. Lo bleibt noch ein Dia, den wir wollen machen. Und zwar ist das stärkste Dia vom Dschungel. Und zwar ist das der Leif. Wow. Wir kommen auf uns hin und uns Knien. Und der Leif, den möchte den anderen deren Angst. Und wer möchte denn das? An dem wir als Ahn ganz groß abnehmen und die Zunge herausstrecken. So. Gut. Tisch, wir atmen an, wir gehen nach vorne, Körper hoch. Und wir atmen aus, wir kommen nach vier und wir machen Angst. Wie der Leif. Nachher, wir gehen nach vorne, atmen an, und wir kommen nach vier. An den Lashkeier. Tipptopp, Martina. Wir gehen nur hannen, wir kommen nur vier, man an groß ab. Okay. Wir kommen zurück an den Sitzenposition. Wir kreuzen das Eisbein und kommen zurück an den Schneidersitz high auf Eisem Teppich. Bring es hin bei das Herz. Und wir machen es an, nicht so. Wir hatten lo ein wunderschönen Ries. Mir so los und los, also Zeit für Eddie zu suchen. Wir atmen noch ein Kehr ganz tief an. Und aus. Vielleicht spielt ihr sogar, dass ihr besser mitsieht. Vom Schwammen am Meer, wir waren auf engem Birsch.
wo du super hältst. Die ist so los, sieh mir ein bisschen mit. Und vielleicht ist es Zeit, an die Bett zu gehen. Wir machen uns an uns ab und wir lehnen uns auf unseren Tapi. Wir lehnen uns hin und wir stellen uns nicht vor, dass wir an unserem Bett leihen. Und sind so. Und da wird man nach ein Kehr für alle Lächte all unsere Muskeln ausspannen. Zwischen man eng Faust mit unseren Händen, wir ziehen uns Zirven an, unseren Hörner, unser Gesicht, alle Muskeln in unserem Gesicht. Wir ziehen alles an, wir ziehen. Ah, wir atmen aus. Und wir lassen alles los. Du spürst mal unseren ganzen Körper um den Boden leihen. Der ganze Körper ist ganz schwer. Und wir entspannen als Face. Wir entspannen als Bein. Als ein Hörner. Wir entspannen als Bauch. Als Reck. Als Schöllerin. Als Arm und Hand. Wir entspannen sogar unseren Kopf und unser Gesicht. Der ganze Körper ganz entspannt. Und mit unseren Augen zu erinnern wir uns Lones und uns Tres an all die wunderschönen Sachen, die wir zusammen gesehen und gemacht haben. Angefangen mit der Sonne, der Birsch, der Bösch mit dem Beam, das Wasser mit dem Haifisch, all die Dieren, die mir entdeckt haben. Und dann natürlich nicht zu vergessen, wo er mir ein Superheld. Erinnere dich nicht an deinen Superheld, den du halt wirst. Und fühl dich nicht so stark und courageous. Erinnere dich daran, dass du kannst alles erreichen und alles machen. Du hast deine Angst, haut losgelöst. Mein Hund lebt verbreitet. Und wenn du denkst, dass du Angst sollst tun, erinnere dich daran, dass du ein Superheld bist, den alles kann machen. Los. Spüre mir nicht unseren ganzen Körper hier am Boden. Wir atmen ganz tief an durch die Nase. Machen unseren Mund ab an, atmen aus. Wie wollen wir geben, gab's. Da strecken wir uns nicht. Wir strecken uns Arm, wir strecken uns Bein. An der Dibbel mal ich bin, an der das andere. Wir lehnen uns auf die Seite und wir kommen ganz los zurück an eine Sitzposition. Wir kommen zurück an den Schneidersitz. Und zwar so mir als Lunes Adi, genauso wie mir als Moje gesucht tun. Und zwar nächstes Mam Namaste. Wir bringen als Hand für und Herz und Schwert bis drei zählen und da summen wir all zusammen Namaste. Es geht los. 1, 2, 3. Namaste. Vielmals merci. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit eurer Reishaut.